Heute geht es um ein Unternehmen, mit dem ihr auf jeden Fall schon mal zu tun hattet. Ihr wisst vielleicht noch nicht, warum und wie. Wir sind heute bei Körber. Wir haben Gwen und Lea bei uns im Podcast. Bleibt dran. Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired, das Early Career Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um von tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind heute bei Körber und wir haben Gwen und Lea bei uns. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt. Sehr gerne. Lea, Gwen, mögt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Können wir gerne machen. Ich fange einfach mal frech an, Lea. Ich bin Gwen, ich bin seit 5 Jahren bei Körber, leite das weltweite Recruiting, Active Sourcing und Employer Branding, also im Prinzip alles, was mit Personalgewinnung, Finden und Gewinnen von Talenten zu tun hat, und das dazugehörige Employer Branding liegt bei Körber in meiner Verantwortung. Und ich arbeite in Bad Nauheim an unserem wunderschönen Supply Chain Standort hier, nicht in Hamburg. Lea, genau. Gute Überleitung zu mir. Mein Name ist Lea Klauk. Ich arbeite in Hamburg und bin seit 7 Jahren bei Körber. Ich bin aus der Unternehmensberatung zu Körber gewechselt und verantworte konzernweit die Personalentwicklung. Das heißt, in dem Moment, wo Gwen Menschen gewonnen hat für Körber, ist es meine Aufgabe, ihnen beim Wachsen zu helfen und ihnen entsprechende Unterstützung und Wachstumsmöglichkeiten zukommen zu lassen. Mega, ganz lieben Dank euch jetzt. Müsst ihr uns noch ein bisschen verraten, was ist Körber? Ja, gerne. Körber ist vielleicht noch nicht überall so bekannt, wie wir es gerne wären. Von daher, wir sind ein Technologiekonzern, haben ungefähr 13.000 Mitarbeiter weltweit, so um die 100 Standorte. Haben 5 verschiedene Geschäftsfelder, Körber Technologies, Körber Pharma, Körber Supply Chain, Körber Tissue und Körber Digital. Unsere Wurzeln sind im klassischen Maschinenbau, da kommen wir her, uns gibt es seit 77 Jahren. Und wir haben uns aber mit der Zeit über eben neue Geschäftsfelder, neue Bereiche, Akquisitionen auch weiterentwickelt, haben mittlerweile neben dem Maschinen- und Anlagenbau auch Software-Unternehmen beziehungsweise kombinierte Maschine- und Softwarelösungen. Wir haben KI im Angebot, das heißt, wir haben bei Körber Digital auch Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz und Lösungen für Kunden beschäftigen und sind da sehr, sehr breit aufgestellt. Genau, und falls sich jetzt jemand fragt, warum ein international tätiges Unternehmen einen Namen mit einem Ö hat, es ist so, dass es wirklich, Gwen hat es gerade gesagt, einen Kurt A. Körber gab, der 1946 das Unternehmen oder den Kern des Unternehmens gegründet hat. Genau. Das ist total spannend. Und das Schöne ist ja dann auch, okay, wenn man es denn mal verinnerlicht hat, dann kann man es sich auch gut merken. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, was zu haben, was ein bisschen ungewöhnlicher ist, gerade wenn man jetzt in der OE-Schiene denkt oder sowas. Das stimmt. Quinn, du hast es gerade schon angesprochen. Ihr habt 5 verschiedene Geschäftsbereiche. Ja. Und das hört sich jetzt echt spannend an, wie viel ihr da macht. Könnt ihr uns da noch ein bisschen was zu erklären, welche Geschäftsbereiche, was ihr in den Geschäftsbereichen macht? Also das würde mich jetzt mal echt interessieren. Gerne. Also ist es tatsächlich sehr bunt und sehr vielfältig. Ich fange vielleicht mit dem neuesten Geschäftsfeld an, mit Körber Digital, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Die fungieren zum einen so ein bisschen als unser digitaler Think Tank, das heißt, treiben digitale Initiativen für den Rest des Unternehmens, für den Konzern, sind aber auch gleichzeitig Venture Builder. Das heißt, wir gründen daraus verschiedene Ventures aus. 3 haben wir mittlerweile, die oft aus Initiativen im Konzern kommen, gepaart dann mit dem Know-how der Kollegen, gerade im Bereich KI, und daraus entstehen dann neue Unternehmen. Das heißt, da machen wir Sachen wie Inspectify, also KI-gestützte Inspektion von Medikamenten zum Beispiel, oder
Wir haben FactoryPal, die Kollegen befassen sich mit KI-gestützter Verbesserung von Maschinenlauf und Maschinenqualität, solche Geschichten. Also ganz, ganz spannend und super aktuell tatsächlich auch gerade. Und dann gibt es auf der anderen Seite die eher klassisch angelegten Geschäftsfelder, wie zum Beispiel Körper Tissue. Das sind Maschinen zur Papierherstellung. Da kann man Toilettenpapier drauf produziert oder Küchenrolle. Oder wir haben Körper Technologies, das ist unsere Keimzelle. Das sind tatsächlich der Standort, der von Kurt Körper gegründet wurde vor 77 Jahren. Auf den Maschinen werden zum Beispiel Papierstrohhalme produziert, aber eben auch klassisch wurde das zur Tabakverarbeitung genutzt. Aber auch die sind mittlerweile in ganz unterschiedlichen digitalen Feldern unterwegs. Dann gibt es noch Körber Pharma. Die Kollegen machen Verpackungsmaschinen für Medikamente, aber auch Inspektionsmaschinen. Das heißt zum Beispiel, während der Pandemie hat man ja immer diese rollierenden Impfstoffampullen oder Fläschchen gesehen. Das sind Körbermaschinen, auf denen die Impfstoffe inspiziert werden. Da haben wir auch noch einen Software-Teil dabei. Das heißt, das ist auch eng verknüpft an Maschine und Software. Und wir haben noch Körper Supply Chain als Geschäftsfeld. Da geht es tatsächlich zum einen um den Bau von Lagern, also so ein ganz klassisches Warehouse, aber dann auch alles, was an Software, aber auch an Robotik in einem Warehouse und während der Lieferkette passiert. Also wirklich sehr, sehr breit, sehr, sehr spannend und immer wieder neue Anwendungen und Technologien. Genau, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen auf diese drauf eingehen, wie ihr Innovation bei euch im Unternehmen lebt, weil ja, da ist wahrscheinlich niemand mal so auf einem Abendspaziergang draufgekommen. Vermutlich nicht, wobei man schon sagen muss, unser Gründer Kurt A. Körber, Lea hat ihn ja vorhin schon erwähnt, war ein Tüftler, hat viele Patente angemeldet. Das heißt, er hat mit der Idee für die Tabakverarbeitungsmaschine angefangen, hat dann aber immer weiterentwickelt und daraus sind auch schon neue Körperbereiche entstanden. Wir sind natürlich auch dann weiter durch Zukäufe und durch strategische Pläne und strategische Zukäufe sind dann bei uns die Geschäftsfelder entstanden. Aber ich glaube, Innovation und dieses Erfindergeist und Entwicklergeist, Entrepreneurship ist bei uns tatsächlich ein großes Thema. Also das ist was wir uns auch auf die Fahne schreiben als Heimat für Unternehmer oder Home for Entrepreneurs. Das heißt, Innovation wird sehr stark gefördert, wird sehr stark gelebt. Ich finde, das zeigt auch dieses Körper Digital Venture Builder Thema. Das heißt, wir nehmen Themen aus den anderen Geschäftsfeldern dort auf. Wie jetzt, ich hatte es schon erwähnt, Inspectify, die Kollegen haben gesagt, okay, wir haben Inspektionsmaschinen, aber kann man da nicht mit KI viel schneller was machen? Gibt es da nicht viele Möglichkeiten, um die manuellen Prozesse auch zu verbessern? Wir tüfteln dann daran und schauen, was können wir Neues auf den Markt bringen? Also das ist schon so ein, dieses Innovationen treiben, das ist, glaube ich, so ein Kernthema bei uns. Lea, habe ich was vergessen? Ich rede die ganze Zeit. Ja, das verstehe ich und auch wenn ich es nicht das erste Mal höre, höre ich dir noch gerne zu. Also ich glaube, unser Slogan Heimat für Unternehmer bringt es eigentlich sehr gut auf den Punkt. Ja, wir möchten Heimat für Unternehmer sein. Wir verbinden Menschen und Gründer, die einen unternehmerischen Geist mit einbringen und das merkt man auch als Mitarbeiter bei Körber immer wieder. Wie kriegt ihr es dann auch hin, dass ihr so eine Fehlerkultur etabliert, die das ermöglicht? Weil das hört sich im Nachhinein immer super an. Also so dieses, ja, dann sind wir da drauf gekommen und da drauf und dann haben wir die Impfampullen und alles bestens funktioniert. Aber das ist ja auch mit einem gewissen Risiko verbunden, dass ich halt sage, okay, wir machen das jetzt und vielleicht funktioniert das ja alles gar nicht. Ja, das Thema Mut spielt dabei natürlich eine Rolle, dass in unserer Geschichte immer wieder Menschen auch so mutig waren, Teil der Heimat für Unternehmer zu werden, aber sie auch aufzunehmen in die Heimat für Unternehmer. Und das Thema Umgang mit Fehlern, Umgang mit Risiken, das ist einfach was, ich glaube, wo auch jeder Einzelne permanent auf dem Weg ist. Also wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit meinen eigenen Fehlern um? Ich bin ja verantwortlich für die Führungskräfteentwicklung, also kümmere mich darum, dass gerade auch Führungskräfte natürlich den Umgang mit den eigenen Fehlern zum Beispiel auch trainieren und da auch transparent sind. Das hört sich immer alles ganz einfach an, so ein bisschen LinkedIn-Slogan-mäßig, aber im Alltag ist es für die Einzelnen eine Person wirklich herausfordernd, auch auch einfach zu sagen, Mensch, da habe ich die Entscheidung getroffen und die war so nicht in Ordnung. Ne?
Was war da für euch so die spannendste Entwicklung in den letzten Jahren? Also ich kann vielleicht mal so den Aufschlag machen. Ich muss sagen, ich fand es wirklich spektakulär, wie schnell man es geschafft hat, den Plastikstrohhalm durch den Papierstrohhalm zu ersetzen, weil wir jetzt gerade davon oft sprachen. Fand ich total, total interessant, weil du da ja auch verschiedenen Ebenen, also was die Müllvermeidung, was jetzt auch gerade so Müll in den Ozeanen betrifft und so weiter, wo man echt sagen kann, okay, das ist jetzt nicht nur Müllvermeidung, sondern es ist wirklich eine ganz konkrete Problemlösung, weil das Zeug, das bleibt halt tausende Jahre da, richtet Schaden an. Für Tiere wissen wir das jetzt schon, vielleicht auch perspektivisch für Menschen. Also das hat einen Riesenhebel, was ihr macht. Okay, jetzt habe ich das Coolste vielleicht schon vorweggenommen, aber ihr habt bestimmt noch andere tolle Beispiele. Also ich finde tatsächlich dieses Impfstoffinspektionsthema super spannend oder also allgemein, ne, wie schnell das ging während der Pandemie, dass dann tatsächlich ein Impfstoff entwickelt wurde und auch wirklich so schnell marktreif war und einfach auch zu wissen, dass wir da mit unserem Pharmageschäftsteil Teil der Lösung sein konnten. Lea, haben wir die jetzt alles weggenommen, oder? Ja, ich muss sagen, es sind auch gar nicht immer nur so große Sachen. Also ich glaube, es sind oft auch kleine Sachen. So dieses unternehmerische Denken schlägt sich ja oft darin nieder, dass Menschen permanent Dinge verbessern und wir zum Beispiel immer wieder daran arbeiten, dass Dinge nachhaltiger werden, dass wir Energie einsparen, dass wir Ressourcen einsparen. Das ist, glaube ich, auch so was ganz, ganz wichtig so für den einzelnen Mitarbeiter ist, dass wir da einfach permanent auch auf der Suche nach sind, wo können wir Dinge noch besser machen, wo können wir sie optimieren, wo können wir sie nachhaltiger machen. Das ist, glaube ich, das, was auch wirklich spannend ist, abgesehen natürlich von den einzelnen wirklich coolen, großen Innovationen. Wie funktioniert das in der Organisation? Ihr hattet eben erwähnt, 13.000 Mitarbeiter. Wie funktioniert da so ein Change, wie ihr eben so beschrieben habt? Also die Pandemie beginnt, keiner weiß, wie es so wirklich weitergeht. Dann kommen so die ersten Meldungen, hey, da haben vielleicht zwei unglaublich clevere Menschen in Mainz eine tolle Lösung für entwickelt. Und dann ruft bei euch jemand an und sagt, hier, Jungs, Mädels, jetzt müssen wir ran. Wir brauchen die Maschinen und die brauchen wir am besten gestern. Könnt ihr uns das vielleicht so ein bisschen mitnehmen in diese Zeit? Ich glaube, es ist, also ich glaube, da gab es viele Kontakte, die da eine Rolle gespielt haben bei den Kolleginnen und Kollegen, die auch schon vorher etabliert waren. Wir sind ja mit diesen Inspektionsmaschinen auch nicht neu am Markt, die aber eben nochmal stärker dann dafür genutzt wurden. Und ich glaube, die Motivation für die Kollegen, gerade bei Pharma, war unglaublich hoch, dann zu sagen, Mensch, dafür gehe ich jetzt eine extra Meile, weil ich bin dann Teil der Lösung. Ich kann mit daran arbeiten, dass das mit diesen Impfstoffen klappt, dass wir da erstmal Tests fahren auf den Maschinen oder dass wir die möglichst schnell und in hoher Zahl verpacken. Also ich glaube, da hat man tatsächlich bestehende Kontakte, die es schon gab, zu Pharmaunternehmen einfach wieder intensiviert und dann sich gefreut, da auch mit unterstützen zu können. Also ich glaube, das ist was, was die Kollegen, wo die unglaublich stolz auch drauf sind und was wirklich aus so einem nochmal so einen besonderen Purpose gibt. Ja, genau. Und ich glaube, das ist so ganz entscheidend auch nochmal. Das war ja eine Zeit, die fühlt sich so für mich auch schon wieder total weit weg an. Ne? Wenn darüber sprichst, dann denke ich, das ist ganz lange her. Das ist es aber de facto nicht. Aber wenn wir an die Zeit zurückdenken, dann war das ja eine Zeit, da war so, alles war schwierig, ne? Die einfachsten Sachen waren eine Herausforderung. Alles, an was wir gewöhnt waren, ging irgendwie auf einmal nicht mehr. Und ich muss sagen, ich glaube, uns allen hat das irgendwie total geholfen, dass wir so Teil dieser Lösung sein konnten. Dass es wirklich so im Konzern Menschen gab, die eben, ne, nicht diesen Fokus hatten auf, oh, und wie schlimm ist das jetzt alles und wie kriegen wir Sachen von A nach B, sondern die wirklich mit ihren Innovationen, mit ihrer Technologie Teil der Lösung sein konnten. Jetzt muss ich ja was gestehen, und zwar, ich habe was gemacht, was ich sonst nie vor einem Podcast mache, und zwar, ich habe mich letzte Woche schon ein bisschen näher mit euch beschäftigt, und zwar auf dem Personalmanagement-Kongress war eure CHRO, die Gabriele Fanta, die hat sehr viel zum Thema Kultur bei euch erzählt, und jetzt weiß ich natürlich ein bisschen was ihr da macht, aber könnt ihr das nochmal so ein bisschen erzählen? Wie etabliert ihr eine Kultur, in der ihr alle mitnehmt,
weltweit. Also Gabriela hat auch ein bisschen was von der Zeit erzählt, gerade während der Pandemie, wie ihr da so ein, ja, so einen gemeinsamen Spirit hinbekommt. Ich glaube, uns ist allen ziemlich klar heute, dass das Thema Kultur wirklich ein Unterscheidungsmerkmal ist, auch als Unternehmen. Und ne, du hast am Anfang gesagt, Mensch, du kanntest Körber gar nicht. Und Teil der, das, was Körber ganz doll ausmacht, dieses Heimat für Unternehmer, ist eben was, was ganz stark durch Kultur auch erlebbar wird. Für unsere Bewerber, die mit uns in Kontakt sind, wenn sie sich für eine Stelle bei uns interessieren, aber natürlich auch für den einzelnen Mitarbeiter. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass diese Kultur auch wirklich erlebbar ist. Und dazu haben wir uns auf den Weg gemacht und sind weniger davon ausgegangen, dass wir etwas definieren, was wir dann in die Organisation tragen, sondern wir haben erstmal begonnen mit dem Thema, wir arbeiten mit sehr vielen Menschen im Rahmen von Kulturworkshops an den Themen, was sie für eine Kultur brauchen auch, um unternehmerisch denken zu können, um Innovationen zu ermöglichen, aber auch um sich einfach wohlzufühlen. Und das ist ein Prozess, der vor allem auch davon geprägt wird, dass wir zuhören, dass wir Menschen einladen und mit denen gemeinsam an den Themen arbeiten. Und dann diese kulturverbindenden Elemente erst identifizieren. Das hatten wir am Anfang uns anders überlegt. Wir hatten gedacht, ah, wir fangen irgendwie mit einer kleinen Gruppe an. Aber wir haben ziemlich schnell gemerkt, es führt eigentlich kein Weg dran vorbei, sich, und der Prozess ist nicht zu Ende, zu überlegen, wie kann ich möglichst viele Menschen schon in diesen ersten Prozess des Zuhörens, des Verstehens wirklich auch einbinden. Gwen, vielleicht willst du noch was ergänzen? Ja, und ich glaube, wichtig dabei ist, wie du schon gesagt hast, dieses Zuhören und auch zu sagen, wir stülpen nichts über, denn es gibt ja tatsächlich schon ganz, also jedes Unternehmen hat eine Kultur und es gibt schon vereinende Merkmale wie dieses, ne, Heimat für Unternehmer, was wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben. Es gibt aber auch ganz starke Standortkulturen, die wir teilweise haben. Auch im, und innerhalb der Geschäftsfelder ist die Kultur teilweise unterschiedlich und das ist ja auch gut. Und das ist gar nichts, was wir wegnehmen wollen, sondern ich glaube, da einfach nochmal so einen Bogen zu schlagen und zu sagen, wir versuchen herauszufinden gemeinsam, wir hören euch zu, was sind die Werte, was ist die Kultur für uns als Körper, die uns alle vereint, was sind da die wichtigsten Punkte und damit machen wir uns auf die Reise. Lea, du hast ja auch schon gesagt, das ist nichts, was man von heute auf morgen ändert, also das ist ein langfristiges Projekt, wir sind jetzt auf dem Weg, aber das wird sicherlich uns noch eine ganze Weile begleiten. Ja, ganz wichtig, auch so eine ganz frühe Einsicht in unserer Arbeit hier, ne, dass Kultur eben eine Reise ist und dass ein langer Prozess werden wird und wir aber momentan mit voller Begeisterung dabei sind, einfach auch herauszufinden und einfach auch noch viel mehr Kollegen kennenzulernen und ja, herauszufinden, was für die eigentlich wichtig ist. Ich finde gerade das, was ihr angesprochen habt zum Thema Zuhören und auch, ja, Zuhören braucht ja auch jemand auf der anderen Seite, der kommuniziert. Also, dass du halt als Unternehmen schaffst, die Mitarbeiter so zu empowern, dass sie zum einen sagen, was ihnen wichtig ist und zum anderen, ja, Kollegen und Führungskräfte dazu zu motivieren, auch aktiv zuzuhören, um ernst zu nehmen, was die andere Person sagt. Also, dann habe ich ja schon relativ viel gewonnen, wenn ich das erreicht habe. Genau, es geht halt ganz viel so um dieses Räume aufmachen, ne? Also Räume aufmachen, wo Menschen eben, wie du gerade sagst, kommunizieren, sich auch ehrlich machen, authentisch sein können, sich so aufgehoben fühlen, dass ich wirklich mit den Gedanken auch kommen kann, die ich habe. Und es braucht natürlich auch ein Management und eine Unterstützung, dass diese Räume auch da sein dürfen. Weil am Ende des Tages ist das natürlich einfach auch eine Zeit, die ich Menschen geben muss. Und ich finde, das ist schon ein sehr starkes Zeichen auch, dass wir uns da auf den Weg gemacht haben. Jetzt habt ihr eben schon auch ein bisschen erzählt, die unterschiedlichen Standortkulturen. Könnt ihr erstmal sagen, okay, wo seid ihr überall vertreten? Also Quentin ist in Bad Nauheim, hier in der Nähe genau. Von Frankfurt, Lea, du bist in Hamburg. Wo seid ihr sonst noch? Ja, ist eine lange Liste. Ich habe vorhin irgendwann gesagt, ich glaube, wir haben über 100 Standorte mittlerweile weltweit. Wir haben immer noch über die Hälfte unserer Mitarbeiter auch in Deutschland. Das heißt, wir sind tatsächlich mit großen Standorten vertreten in Hamburg, in Lüneburg, in Bad Nauheim, Markt Schwaben, das ist in der Nähe von München. Wir haben Karlsruhe, wir haben Leingarten, also die Ecke Heilbronn. Wir haben Eisenberg in der Pfalz.
Ich überlege, ich bekomme bestimmt Ärger, wenn ich irgendjemanden vergesse. Schloss Holte, in der Nähe von Bielefeld haben wir noch einen großen Produktionsstandort. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten großen Deutschen. Was heißt groß? Eine unterschiedliche Größe von 70, 80 Mitarbeitern bis der größte in Deutschland ist in Hamburg in Bergedorf. Das sind 3000, glaube ich, mittlerweile. Also ansonsten haben wir auch noch Standorte in der Schweiz, Dänemark, Großbritannien, Frankreich, Italien haben wir einen großen Produktionsstandort für das Tissue-Geschäftsfeld, also die Papiermaschinen. Also ziemlich breit verteilt und dahin kommt ja noch, ne, außerhalb von Europa, Ungarn habe ich vergessen, haben wir auch noch was Großes, ist noch Europa. Und denk an einen unserer letzten gemeinsamen Workshops, Gwen, natürlich Konstanz. Konstanz, ja, die Kollegen sind noch nicht so lange dabei. Genau, auch ein großer deutscher Produktionsstandort und dann eben außerhalb von Europa, also USA, Brasilien, aber auch dann Asien, also Malaysia, Thailand, Singapur, China, Japan. Da ist ziemlich viel, ziemlich bunt. Alles also von mit dabei. Nürnberg bis Mumbai ist alles. Unglaublich viel vertreten. Richtig, richtig. Mega. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zur Standortkultur. Und zwar, wir haben jetzt regionale Unterschiede. Wir haben natürlich ja auch Unterschiede, weil ihr ein produzierendes Unternehmen seid, also von den Kollegen, die halt in der Fabrik arbeiten, zu den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Wie schafft ihr es da, eine gemeinsame Kultur zu etablieren, in der sich dann alle zu Hause fühlen? Ja, ich kann vielleicht so ein bisschen was dazu erzählen. Ich muss sagen, als ich angefangen habe, wir haben ja schon angefangen, am Thema Führungsprinzipien zu arbeiten, dann haben wir angefangen, am Thema Kultur zu arbeiten über die letzten Jahre, muss ich sagen, da hatte ich echt zum Teil schlaflose Nächte, weil wenn man da von außen drauf guckt, geht es einem ja genauso, wie du es gerade beschreibst. Da sind Menschen, die auf der einen Seite wirklich wie in so einer Art Startup-Atmosphäre arbeiten, dann hast du auf der anderen Seite ganz traditionelle Maschinenbaustandorte, dann hast du, wie gesagt, wirklich Standorte in Deutschland, Süddeutschland bis, wie gesagt, nach Asien. Wo sollen da die gemeinsamen Elemente sein? Und ich bin da natürlich auch entsprechend offen reingegangen und auch als Projektteam haben wir dann irgendwann auch mal so gedacht, naja gut, dann gibt es wahrscheinlich irgendwie viele Unterkategorien und so weiter. Und wir haben eben in beiden Projekten bisher festgestellt, in diesem Zuhören, dass es doch diese gemeinsamen Elemente gibt. Dass es Dinge gibt, die alle Menschen bei Körber vereinen und dass es ein ganz großer Hebel ist, auch zu sagen, es gibt diese regionalen Besonderheiten. Dein Standort ist besonders und er hat eine Atmosphäre. Wenn ich da reinkomme, das fühlt sich anders an als an dem anderen Standort und das ist auch gut so. Aber es gibt auch Elemente, da kann ich mich einfach drauf verlassen. Da merke ich, okay, ich bin hier bei Körber, ich mache ein Projekt bei Körber. Ja, und genau soll das natürlich auch für unsere Kunden sein, dass wenn sie unsere integrierten Lösungen oder unsere Services empfangen, mit uns an Themen arbeiten, an Lösungen arbeiten, dass sie einfach merken, ja, da sind unterschiedliche Professionen, aber es macht einen gemeinsamen Kern und das ist eben das, was unsere Kultur ausmacht. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken. Was sind da so Themen, die euch stark beschäftigen? Also, Guaino hat es eben schon das Thema KI erwähnt. Ich glaube, das ist jetzt natürlich was, wenn man so das, was ihr anschaut, also wenn man sich so die Fabrik gedanklich versetzt, da macht das ja wahnsinnig viel Sinn, weil da passiert unglaublich viel, kann man viele Daten generieren. Da kann man wahrscheinlich auch gut Lösungen zu bauen. Könnt ihr da noch ein bisschen was erzählen, auf was wir uns so Körper 2030 oder sowas einstellen können? Ich glaube tatsächlich weiterhin ganz starke oder weiter noch stärkere Verzahnung und Verknüpfung von Software und Maschine, auch mithilfe von KI. Ich glaube, das ist ein Thema, ne, das geht nicht weg. Und da hilft es auch nicht, das zu ignorieren, sondern das ist da und wir wollen ja auch aktiv weiter daran arbeiten, das tatsächlich einzubinden. Ich habe vorhin schon von Körper Digital gesprochen, von den Ventures. Wir haben auch noch zum Beispiel da mit Dane Studios eine KI-Beratung, also Kollegen, die wirklich auch gucken, was kann man mit diesen ganzen Daten machen, was kann man da für tolle Dashboards bauen, wie kann man die dann vielleicht auch mit einer Maschine verknüpfen, dass die reibungsloser läuft, Predictive Maintenance, solche Geschichten. Also ich glaube, da wird das einfach sehr, sehr, sehr stark hingehen. Und zum anderen gibt es ja weiterhin auch
Produkte, die auf Maschinen hergestellt werden. Die Maschinen werden dann digitaler, werden vielleicht dadurch schneller, aber der Maschinenbau ist ja nicht am Ende deswegen oder wird nicht ersetzt durch KI, sondern ich glaube, das kann sich ergänzen. Und es geht eben darum, dass wir unseren Kunden da auch wirklich so eine breite Palette, so ein wirkliches Ökosystem an Lösungen anbieten, dass wir sagen, okay, der Kunde kann für ganz viele verschiedene Bausteine seiner Lösung zu uns kommen und wir können das bereitstellen. Wir können neben, ich weiß nicht, der Pharmamaschine und der KI-gestützten Inspektion auch noch uns um die Lieferketten kümmern, weil wir da eben auch Expertise in der im Geschäftsfeld Supply Chain haben. Solche Sachen, das wird, glaube ich, stärker noch in Richtung integrierte Lösungen gehen. Genau. Und das Ganze hat natürlich nochmal einen ganz großen Treiber und das ist das Thema Nachhaltigkeit, was uns extrem heute umtreibt und natürlich auch in Zukunft umtreibt, wo wir sehr ambitioniert sind, was uns extrem wichtig ist. Und ja, für den, der sich zu dem Thema, was beschäftigt Körber in der Zukunft, vielleicht schlau machen möchte, wir haben die Körber Experience mit verschiedenen Zeitzonen. Also einmal, was ist eigentlich unsere Historie? Was machen wir heute? Was du ja auch schon viel angesprochen hast, Benjamin. Aber wir haben auch eine Zeitzone, die heißt Next. Und da geht es genau um diese Zukunftsthemen. Wer also hier Interesse hat, der kann hier wirklich toll durchstöbern und sich gut unterhalten fühlen bei vielen Informationen. Mega, wir verlinken das natürlich unten. Vielen Dank für den Hinweis. Und ich höre bei euch beiden so eine extreme Begeisterung für euch als Unternehmen raus. Als Körperianerin oder wie man das vielleicht bei euch sagt. Was hat euch damals bewogen, zu Körber zu gehen? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte Körber schon relativ lange, aber vor allem durch die Körber Stiftung. Ich habe damals in der Nähe von den Landungsbrücken gewohnt und immer, wenn ich rausgestiegen bin, habe ich ein Plakat gesehen für die Körber Stiftung. Und das ist natürlich einfach eine spannende Kombination. Von daher war das, was mich Körber immer so ein bisschen hat auch verfolgen lassen. Und ja, ich komme aus der Unternehmensberatung und fand es dann einfach toll, diese Begleitung von Unternehmen in Veränderung eben auch wirklich mal mit einem Konzern dann auch von Anfang bis Ende zu durchleben. Und ich kann wirklich sagen, ich habe es nicht bereut. Ich glaube, da kann ich ganz gut anknüpfen. Ich komme auch aus der Beratung, aber aus dem Executive Search, aus dem Headhunting. Und das war tatsächlich eine große Motivation, ähnlich wie du sagst, Lea, nämlich nicht nur für mich dann eben Projekte, Kandidaten suchen, die in ein Unternehmen bringen und dann nie wieder wissen, was passiert, sondern wirklich auch Menschen für ein Unternehmen zu gewinnen und dann die später als Kollegen zu haben, langfristig mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Das war zumindest für mich so die Motivation für den Wechsel aus der Beratung heraus. Ich kannte Körber tatsächlich auch, weil ich eben im Headhunting im Maschinenbau unterwegs war und da ist Körber nun schon ein Name und fand das einfach spannend, auf die andere Seite zu schnuppern. Außerdem hatte ich ja den Standort Bad Nauheim erwähnt. Ich wohne in Bad Nauheim und es gibt nicht so viele große Firmen in Bad Nauheim. Das war natürlich ein großes Plus, dann zu sagen, ich muss nicht mehr pendeln. Ich kann tatsächlich innerhalb von einer Viertelstunde mit dem Fahrrad ins Büro fahren und meinen Job da machen. Das war durchaus auch ein Attraktionspunkt damals für mich. Das ist schon ganz schön, in der Tat. Mhm. Ja. Könnt ihr uns vielleicht noch so ein bisschen mitnehmen, welche Menschen arbeiten bei euch? Also was sind die Tätigkeiten, die es bei Körber gibt? Bestimmt sehr, sehr viele, aber vielleicht können wir das so ein bisschen eingruppieren in so verschiedene Ecken, verschiedene Kategorien. Das wäre ganz lieb. Ich glaube, Gwen, das kannst du ganz besonders gut. Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig, weil wir einfach so vielfältig sind als Unternehmen. Klassischer Maschinenbau, das heißt wirklich Menschen, die in der Produktion arbeiten, das heißt, die am Band stehen, Automatisierungstechniker, Maschinenbauingenieure, Maschinenbautechniker haben wir relativ viele, suchen wir auch immer wieder. Wir haben aber auch die klassischen Softwareprofile, dadurch, dass wir eben auch in allen Geschäftsfeldern mittlerweile eine starke Softwarekomponente haben, beziehungsweise bei Digital erklärt sich das von selbst. Das heißt auch Softwareentwickler, aber auch Software-Consultants, Menschen, die zu Lösungen wie SAP beraten oder zu unseren internen Lösungen beraten. Davon haben wir ganz viele tatsächlich auch. Also es ist wirklich eine große Bandbreite. Bei 13.000 ist tatsächlich alles oder fast alles dabei.
Wir haben viele Menschen natürlich im Vertrieb, die sich einsetzen für die Kunden, für Körperunternehmen. Also das ist wirklich ganz bunt. Von daher schwer zu sagen pauschal, das ist der Klischee-Mensch, der bei Körper arbeitet, weil dazu ist es zu vielfältig und zu bunt. Jetzt habt ihr von eurer Profession aus mit ganz vielen eurer Kollegen zu tun. Was war es in den letzten Monaten, irgend so ein Job, wo ihr gedacht habt, boah, das will ich auch gerne machen? Also das ist eigentlich viel zu gut, um den nicht zu machen, wenn ihr mit den Leuten gesprochen habt. Oh, ich glaube, da gibt es mehrere. Ich finde ja tatsächlich alles, was in dem Kulturprojekt im Moment passiert, super, super spannend. Und wir haben eine Kollegin, die sich hauptsächlich damit beschäftigt und nicht noch andere Themen am Rande hat, so wie Lea das hat oder so wie ich das habe. Das wäre durchaus was, wo ich sagen würde, total spannend, das würde ich sehr, sehr gerne mal machen, aber gibt bestimmt auch andere. Also alleine, was wir an Entwicklungsthemen im Moment haben. Ich bin keine Maschinenbauingenieurin, aber wenn ich jetzt überlege, da die neue Maschine der Zukunft mitzuentwerfen auf diesen Hochtechnologiemaschinen, die wir bei Körper Technologies haben. Und ich sehe, woran da die Kollegen arbeiten. Ja, wenn ich die Skills dafür hätte, das würde ich sofort machen. Also es ist total spannend. Ja, was ich ein spannendes Umfeld finde, ist, als Körper ist es ja so, dass wir immer wieder auch neue Unternehmen in die Heimat für Unternehmer aufnehmen. Und ich finde, das ist einfach auch ein ganz, ganz spannendes Feld, einfach zu gucken, mit welchen Stärken kommen Unternehmen zu uns, wie integrieren wir die, was integrieren wir von deren Kultur, schaffen wir es aber auch, dass die sich bei uns wohlfühlen in der Heimat für Unternehmer und sich mit ihrem unternehmerischen Denken hier entsprechend einbringen können. Das finde ich auch super spannend. Könnt ihr uns noch so ein bisschen mitnehmen, was euch in eurer jeweiligen Karriere aufgefallen ist, wo ihr sagt, hey, wenn ich das vorher gewusst hätte, das hätte mir viel, viel Arbeit erspart. Das bringt mir jetzt unglaublich viel, dass ich damals das und das gemacht habe. Ja, also ich hatte das Glück, in der Unternehmensberatung schon sehr, sehr unterschiedliche Dinge zu sehen. Und ich glaube, das ist auch was ich wieder so machen würde und was ich auch finde, was einen Konzern wie Körber mitbringt. Die Möglichkeit, über den Tellerrand zu gucken und sich einfach auch andere Meinungen einzuholen, zum Beispiel auch für Projekte. Dabei geht es gar nicht, es geht natürlich darum, dass es toll ist, dass man bei Körber in unterschiedlichen Ländern tätig sein kann, dass man in unterschiedlichen Geschäftsfeldern tätig sein kann. Aber es geht ja auch bei das, was einen Arbeitsalltag interessant macht, ist ja einfach, dass ich ein Netzwerk auch von Experten habe, dass ich Menschen um mich habe, die motiviert sind, die mit ihren ganz eigenen Fähigkeiten dazu beitragen. Und gerade als junger Arbeitnehmer, der vielleicht eine Karriere startet, ist es einfach super, Menschen zu finden, die auch spiegeln, die andere Perspektiven reinbringen. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Davon profitiere ich. Da merke ich, wie wichtig Zuhören ist. Ich merke, wie wichtig es ist, die eigene Meinung herauszufordern, gerade zu einem Beginn von einer Idee oder auch zu einem Beginn von einem Projekt, mir auch mal Leute reinzuholen, die vielleicht zu mir sagen, Lea hört sich im ersten Moment gut an, aber denk noch mal drüber nach. Also ich würde mir immer ein Unternehmen oder einen Konzern suchen, der einfach breit aufgestellt ist und der unterschiedlichste Wege offenbart. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein super wertvoller Hinweis. Da kann ich mich auch mit den Erfahrungen aus der Beratung nur anschließen. Ich glaube, breit in unterschiedliche Bereiche reinzuschnuppern, bringt sehr viel und auch gerade die Möglichkeit zu haben, auch mal die kritischen Punkte anzusprechen. Das, was du gerade, Lea, schon erwähnt hast, ne, dass es auch eben möglich ist zu sagen, deine Idee finde ich gut, aber hast du es schon mal von Blickwinkel A oder Blickwinkel B betrachtet, wir müssen da nochmal dran drehen, einfach Unternehmen, die das ermöglichen, dass es auch okay ist, dass nicht alle einer Meinung sind, denn letzten Endes hat man sonst nur so eine breite, stromlinienförmige Masse und es passiert aber nichts mehr wirklich, es passiert auch keine Innovation mehr und ich glaube, das ist ein Umfeld, was wir ermöglichen, aber was man in vielen Unternehmen nicht unbedingt so schnell findet. Genau, und wenn das ist ja zum Beispiel auch so einer der Gründe gewesen, warum wir dieses Mentoring-Programm aufgesetzt haben. Wir haben ja eins unserer Leadership Principles heißt, we celebrate diverse perspectives.
Wir fördern Vielfalt. Und dieses Mentoring-Programm ist anders, als ihr das vielleicht so kennt von den klassischen Karriereprogrammen. Hier geht es vor allem darum, dass wir Menschen innerhalb der Körperwelt zusammenbringen, die sich sonst wahrscheinlich nicht getroffen hätten. Und zwar wirklich auch über Professionen hinweg, über Altersgrenzen, Geschlechter, Hintergründe, Fachlichkeiten, Unternehmens-, Landesgrenzen hinweg, Menschen zusammenzubringen, die zwar gemeinsame Interessen natürlich haben, aber die sich um diese Perspektiven bereichern können. Und ich glaube, das macht ein Unternehmen sehr, sehr interessant. Was waren da so eure Key Learnings? Also erstmal muss ich sagen, dass so die Stimmung so in diesem Mentoring-Programm sehr, sehr gut ist. Wie sehr auch die Mentoren, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da muss ich jetzt bestimmt ganz doll motivieren und hoffentlich machen die mit. 10 E-Mails. Nee, gar nicht. Ja, es ist wirklich auch, man merkt das ja schon irgendwie auch immer, ne? Man schreibt eine E-Mail raus und dauert die jetzt 2 Tage, bis da sich einer zurückmeldet. Nein, ich hatte zum Teil wirklich auf Send gedrückt und kriegte sofort was zurück, weil ich glaube, gerade auch für Mentoren das super spannend ist. Ja, und das muss ich sagen, das hat mich so positiv überrascht. Und wichtig ist da auch, so eine Offenheit wiederum zu etablieren, wenn es vielleicht auch mal nicht passt. Mhm. Ja, weil auch das ist kein Problem, gerade wenn man eine große Organisation ist, dann kann man eben auch mal gucken, gibt es vielleicht einen anderen Mentor, der auch gut zu mir passt. Und ich glaube, das ist was Mutiges, sowas zu machen, aber das lohnt sich richtig. Das macht richtig viel Spaß. Gwen, du kannst ja auch was dazu sagen, ja? Du bist ja auch Teil davon. Ja, ich bin Teil davon, aber ich bin total gespannt, weil ich jetzt zum ersten Mal Mentorin sein darf im Herbst. Und von daher kann ich bisher nur berichten, dass es sehr viel Spaß macht, aber so wirklich gestartet ist es ja für mich noch nicht. Aber es ist, glaube ich, ein großer Punkt, dass man das Gefühl hat, das ist was für beide Seiten. Also das ist nicht hier ist jemand, der teilt seine Weisheiten und da sitzt ein Mentee und sagt, oh, danke, dass du das mit mir geteilt hast, ich nehme das mit, sondern es geht wirklich in beide Richtungen. Es ist wirklich ein Austausch, so erlebe ich das auch von Kollegen, die da teilnehmen. Ich habe gerade eine Kollegin aus den USA aus dem Recruiting-Team, die dabei ist und die ist so begeistert und so beseelt von den Eindrücken, die sie davon bekommen hat. Also das ist dann einfach ganz schön zu sehen, wie sie daran wachsen kann, wie Menschen eben das weiterbringen kann und die so nochmal die Horizonte erweitern kann. Mega spannendes Thema. Ich glaube, du kannst als Organisation einfach auch so stark davon profitieren, dass sich natürlich auch mal Menschen, die sich sonst nie getroffen hätten, vernetzen und auch mal ein paar Ideen austauschen, weil ich glaube, so gut man es hinbekommen kann, zwischen 13.000 Menschen, da geht ja auch viel verloren. Und deswegen ist es ja auch so ein toller Wissensaustausch, nicht nur jetzt auf der persönlichen Ebene, sondern auch so auf der fachlichen Ebene kann das ja auch mega spannend sein. Genau, und einfach auch, du hast ja nie nur diese Connection Mentor-Mentee, sondern die haben ja auch wieder Netzwerk, ne? Und das ist das Entscheidende, genau. Nee, also mega, mega, mega spannend, was ihr erzählt. Könnt ihr uns vielleicht nochmal ganz kurz so in euren Arbeitsalltag mitnehmen? Was macht ihr? Ja, ich verantworte ja die Personalentwicklung. Das heißt, im Mitarbeiterlebenszyklus starte ich da, wo es darum geht, Menschen weiterzuentwickeln. Und meine Themen auf Konzernebene sind eben vor allem die nicht fachspezifisch sind. Das heißt, natürlich weiß ein einzelnes Unternehmen, ein einzelner Standort sehr genau, welche Fähigkeiten, welche Fertigkeiten müssen trainiert werden. Das heißt, ich komme immer dann ins Spiel, wenn es um Trainings geht, die übergreifende Fähigkeiten schulen. Das ist beispielsweise natürlich das ganze Soft-Skill-Training, aber auch das Thema Führungskräfteentwicklung. Führungskräfteentwicklung ist eins meiner Hauptthemen. Und dann natürlich das ganze Thema Talententwicklung, Weiterentwicklung.
wie können wir Menschen entwickeln, was sind nächste Schritte, was braucht jemand, was haben wir auch an Nachfolgeplanung, was für Perspektiven gibt es für Menschen. Das sind so typische Fragestellungen, mit denen ich mich beschäftige. Und hier geht es eben auch wieder ganz viel darum, dass ja die Menschen, die in meine Trainings, in unsere Entwicklungsprogramme kommen, dass die auch ein Programm bekommen, was auf sie zugeschnitten ist und was sich auch daran wirklich orientiert, was die Bedürfnisse von den einzelnen Menschen sind. Ja, ich glaube, das hat sich sehr stark über die letzten Jahre auch verändert. So diese klassische Gießkanne, die es früher in der Personalentwicklung gab, die funktioniert heute genauso wie im Consumer Market natürlich gar nicht mehr. Das heißt, es geht viel darum, auch Menschen abzuholen, in Co-Creation zu gehen, in Interviews zu gehen, in Kundenbefragungen zu gehen, um dort einfach auch Angebote zu machen, die wirklich zu unseren Mitarbeitern auch passen. Das hört sich mega spannend an, weil gerade das ist ja auch so eine Frage. Ich entscheide mich ja nicht nur für ein Unternehmen für die nächsten 6 Monate, sondern idealerweise ja für deutlich länger. Und dann ist jetzt das eigentlich die große Frage, okay, wie geht es denn eigentlich dann mit mir weiter? Genau, also das Thema lebenslanges Lernen ist, glaube ich, etwas, was jeden Menschen heute begleitet. Ja, und beim lebenslangen Lernen geht es natürlich um 2 Aspekte. Einmal um das, was wir aus der Personalentwicklung bei Körber anbieten können, zum Beispiel in Form von einem Lernkatalog, in Form von einem Entwicklungsprogramm. Es geht aber, und da greift ja auch das Kulturthema wieder rein, mein Alltag als Mitarbeiter wird ja davon bestimmt, kann ich auf Menschen zugehen? Habe ich ein Netzwerk? Kann ich den Experten ansprechen? Kann ich auf einen Kollegen zugehen? Renne ich da offene Türen ein? Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir haben es mit einer Arbeitsmarktsituation zu tun, in der wir vor allem auch bei jungen Menschen die Herausforderung haben, dass viele der Wissensträger in absehbarer Zeit in Rente gehen werden. Wie gestaltet man so einen Wissenstransfer, dass unsere jungen Kolleginnen und Kollegen profitieren, aber sich natürlich auch unsere erfahrenen Kollegen gewertschätzt fühlen, dass das Wissen gut übergeben wird? Das sind alles Themen, die sehr entscheidend sind, glaube ich, für einen Alltag neben den klassischen Lerninhalten. Genau, das sind so meine Themen jeden Tag. Gwen, wie sieht es bei dir aus? Ach, das knüpft ja tatsächlich aneinander an. Du hast eben schon vom Mitarbeiterlebenszyklus gesprochen und dann auch so ein bisschen von den jungen Menschen, die vielleicht jetzt einsteigen. Das ist natürlich das, womit ich zu tun habe. Bei uns geht es tatsächlich ganz am Anfang darum, zum einen im Employer Branding Körber überhaupt erstmal bekannter zu machen und als Arbeitgeber bekannt zu machen, zu positionieren. Und dann im nächsten Schritt die Menschen auch davon so von Körber zu begeistern, dass sie sagen, okay, ich bewerbe mich oder ich antworte auf eine Ansprache aus dem Active Sourcing Team und dann die zu motivieren, eben bei Körber zu starten und damit neue Kollegen zu gewinnen. Das heißt, ich arbeite gemeinsam mit meinen Teams tatsächlich daran, Körber bekannt zu machen über verschiedene Veranstaltungen. Wir arbeiten ganz viel mit LinkedIn, machen aber auch Karriereveranstaltungen, wie jetzt letztes Jahr die Career Week oder 2021 unseren 24-Stunden virtuellen Karrieretag, wo wir eben Körber Menschen über verschiedene, also wirklich 24 Stunden lang Körber über verschiedene Zeitzonen und Standorte und so weiter vorgestellt haben, um das greifbarer zu machen für Kandidaten und dann die Leute so zu begeistern, dass sie sich bewerben, dass sie mit uns ins Gespräch kommen. Ich mache relativ viele Interviews tatsächlich auch und das machen auch die Kollegen bei mir im Team, das heißt Telefoninterviews oder auch viele Teams-Interviews. Wir begleiten auch Gespräche, um dann zu gucken, wie können wir am besten die Leute zusammenbringen. Ich glaube, auch da ist tatsächlich das Zwischenmenschliche entscheidend, zu gucken, wen können wir finden, wie passt diese Person gut in unsere Kultur rein, passt zu dem jeweiligen Team, was sucht und hat auch wirklich eine mittel- und langfristige Perspektive bei Körber. Ja, kann man vielleicht auch nochmal so ganz gut sehen, auch wie so eine Personalentwicklung und ein Recruiting auch zusammenarbeiten. Natürlich, Gwen hat toll das Ohr an der Schiene, ja, die weiß, was ist den Menschen wichtig, die zu uns kommen wollen. Und natürlich ist es wichtig, dann auch für mich zu wissen, was sind eigentlich so die Erwartungshaltungen, was sind die vielleicht aber auch nicht, ja. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz wichtige Sache, dass Personalentwicklung und Recruiting da eng zusammenarbeiten, um dieses Erlebnis hier bei Körber einfach auch durchgehend zu machen. Ja, total, weil auch eben das Thema lebenslanges Lernen, was du angesprochen hast, ja schon
heute viel, viel stärker wichtig oder viel wichtiger ist für Menschen, als es das vielleicht noch vor ein paar Jahren war und viel präsenter ist. Das heißt, zum einen gebe ich natürlich das, was wir lernen von den Kandidaten an Lea weiter. Zum anderen profitieren wir auch davon, dass wir über den ganzen Trainingskatalog, die ganzen Angebote Bescheid wissen, denn dann ist es auch was, was unsere Kandidaten interessiert. Denn die sagen ja auch, oh toll, wenn ich jetzt an Bord komme, mache ich das ein Jahr, vielleicht zwei. Wo geht es denn dann hin? Was gibt es für Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Was kann man bei euch machen? Jetzt hattest du eben schon gesagt, Gwen, du machst auch viele Interviews. Was ist euch in Interviews wichtig? Ich glaube, es ist wichtig, dass man authentisch ist. Also ich glaube tatsächlich, das ist mittlerweile das Allerwichtigste. Es bringt niemanden was, wenn man sich im Interview verstellt. Überhaupt nicht, weil irgendwann kommt es raus. Also vielleicht schafft man das auch zwei oder drei Interviews, aber spätestens, wenn man startet, kommt es ja irgendwann raus. Man nimmt sich ja immer selbst mit. Also von daher, das ist da wirklich authentisch zu sein und auch klar und offen nachzufragen und auch ganz, ganz offen wirklich über Motivation und auch über ja, vielleicht Themen zu sprechen, die einem nicht so liegen. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, da offen miteinander umzugehen. Perfekt. Vielen, vielen Dank euch beiden. Gwen, kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wie ich jetzt bei Körber einsteigen kann? Jetzt können wir nicht jedes Jobprofil vorstellen, aber vielleicht kannst Nein. du mal so einen groben Abriss geben, wo ungefähr, wo was an Kolleginnen und Kollegen bei euch eingestellt wird. Ja, wir suchen tatsächlich deutschlandweit. Wir hatten ja vorhin schon die unterschiedlichen Standorte angesprochen und auch ganz unterschiedliche Profile. Viel in der Automatisierung, viel tatsächlich im Moment so auch Vertriebs-Service-Bereich, aber auch IT, IT-Consultants immer und in allen Abstufungen mit Erfahrung oder auch ganz wenig Erfahrung oder jemand, der in diesen Bereich einsteigen möchte. Softwareentwicklung ist tatsächlich auch ein großes Thema. Ich glaube, am schlausten ist es, man schaut mal auf die Karriereseite bei uns. Die könnt ihr bestimmt auch einblenden auf die jobs.körber.com. Da sind tatsächlich alle unsere offenen Stellen zu sehen. Ansonsten findet ihr natürlich mich und auch die Kollegen aus dem Recruiting-Team auf LinkedIn. Das heißt, prinzipiell, wenn jemand Interesse hat und vielleicht nicht sofort auf der Karriereseite das Richtige findet, auch eine LinkedIn-Nachricht mit einem, ne, ich habe Interesse und möchte in die und die Richtung, tut das gerne auch und glaube, da erstmal ins Gespräch kommen, den Kontakt herzustellen und dann schauen wir im Regelfall gemeinsam, ob sich da was finden lässt. Super. Ganz, ganz lieben Dank euch beiden. Das hat echt Spaß gemacht. Ich habe echt viel gelernt und das ist super interessant, super spannend, mal so hinter die Kulissen zu schauen. Und du nutzt jetzt viele von den Produkten, die ihr so erwähnt habt, einfach viel, viel bewusster. Das ist immer interessant. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Wir danken dir. Genau, danke, dass wir zu Gast sein durften. Danke. An euch auch vielen Dank natürlich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Gwen hat es eben erwähnt. Sprecht die beiden gerne an. Wir haben alles unten verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.